Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich das Video für euch August-Favoriten. Und zwar, ich habe hauptsächlich Produkte aus dem Drogeriebereich für euch. So, als erstes habe ich einen Lippenstift, den ich sehr oft getragen habe in den letzten Monaten. Und zwar, das ist die Nummer 732 Brazen Beige. Das ist Color Sensation von Maybelline New York. Und zwar, ja, das ist so eine wunderschöne Nude-Ton-Farbe. Der ist sehr cremig, der lässt sich gut auftragen. Den habe ich heute auch drauf. Und ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Also mein Favorit im August gewesen. So, als zweites habe ich eine Mascara und zwar von Catrice Cosmetics Lash Extension Volume Mascara. Tiefschwarze Volumenmascara mit integrierten Faser-Extensions für ultimative Wimperverlängerung. Unendlich getestet. Also die Wimperntusche, die macht super. Habe ich die auch heute jetzt auch drauf. Die macht super lange, vor allem dichte Wimpern. Also richtig, die zaubert richtig Volumen und hält auch ganzen Tag. Und ich bin wirklich mit der Mascara sehr zufrieden. Kann ich nur wirklich weiterempfehlen. So, dann kommen wir zu einem Haarprodukt. Und zwar, es ist immer noch dieses hier von L'Oreal Studio Line Volume Texturing Spray. Also, da muss ich sagen, also ich benutze es wirklich öfters mal, wenn ich hier so, ich habe auch feines Haar. Und manchmal wirklich auch Bad Hair Day, also da brauche ich schon ein bisschen Volumen, weil da hält einfach gar keine Frisur bei meinen Haaren. Und das gibt wirklich schon so schön, schönes, griffiges Haar. Und ja, dann kann man auch mehr mit den Haaren machen, man kann sie ein bisschen tupieren, dann hält das auch. Also ich bin mit dem Produkt wirklich sehr zufrieden, es riecht super toll. Und ja, würde ich immer gerne nachkaufen. Also wirklich tolles Produkt. So, dann noch ein sehr, sehr toller Favorit von mir im August ist dieses hier Bodyöl. Und zwar von Insana. Das ist die Hausmarke von Rossmann. Beautiful Skin mit reichhaltigen Ölen. Beseitige glatte, schöne Haut. Ich liebe das Öl. Oh. Also ich muss sagen, in letzter Zeit bevorzuge ich mehr halt Öl für Körper als statt Bodylotion, weil es zieht super schnell ein, es macht die Haut super geschmeidig und die Haut sieht so ebenmäßig und so richtig prall und gesund aus. Also wirklich ein super tolles Produkt und ich denke, kostet unter 5 Euro, aber... Oh, ich liebe das Öl. Ich liebe das Öl. Dann noch ein Favorit. Sehr, sehr große Liebe. Und zwar ist das hier von Veleda. Mandel Wohltuendes Gesichtsöl. Beruhigende Intensivpflege für sensible Haut. Oh, ich liebe das Öl. Und zwar, ja, ich benutze jetzt mehr in letzter Zeit, wie ihr seht, Öle, weil die pflegen einfach deutlich die Haut viel, viel besser. Ich vertrage das super gut und das ist so ein tolles Öl. Oh, das ist einfach wohltuend und also ich benutze meistens Öl, also das Gesichtsöl, wenn ich zu Bett gehe, wenn ich schön die Haut gereinigt habe, wenn das ganze Make-up runter ist, wenn die Haut gereinigt ist und dann trage ich das Öl, das massiere so schön ein und das ist eine Wohltat. Also Leute, am nächsten Tag habt ihr wirklich so eine tolle, gut genährte Haut und total so entspannt und die Fältchen werden gemildert. Also wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Kostet... Ja, ist gerade nicht günstig, kostet um die 12, 13 Euro. Wirklich ein tolles Produkt. Eine große, große Liebe von mir.
So, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was für Favoriten habt ihr. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.